So, liebe Leute, endlich geht's heute weiter mit FIFA und wir spielen heute das nächste Spiel und das heißt, da ist der Gegner. Erst FC Nürnberg, Heimspiel. Auf geht's. So, gucken, das passt dort. Die 11 steht und ja, gehen wir weiter. So, auf geht's. So, auf geht's. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn der hat ja im letzten Spiel einen Dreierpack erzielt. Klappt das heute auch wieder? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg. Genau so ist es. Also zu Gast in der Liga, eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Djabuschi, er wird hier heute sein Debüt feiern. Ganz interessante Geschichte. Also was glaubst du, was können wir heute schon von ihm erwarten? Was der eigentlich im Real ihm jetzt mittlerweile bei uns spielt. Mittelfeldmann holen, das ist jetzt gelungen. Ein toller Neuzugang, von dem hier eine Menge erwartet wird. So, gehen wir mal ins Spiel rein. Auf geht's. Anstoß durch die Schalke, Durchgang 1 läuft. Hinspiel haben wir klar gewonnen. Das wollen wir im Rückspiel auch machen. Mal gucken. So, Jung. Marco Richter. Ja, ich hole jetzt mal. Jetzt hat er vielleicht ein bisschen Platz. Erhalten, aber der Ball weiter im Spiel. Klasse Einsatz. Schön den Ball angenommen, obwohl die gut ist. Da war es fast, das erste Tor in diesem Spiel, aber der Keeper ist da, verhindert den Treffer, tolle Parade. Gute Idee eigentlich gewesen. Er zieht ab. Und die nächste Chance oder die große Chance für Nürnberg, hier mal was zu reißen, aber knapp drüber. Ah. Vor der heutigen Partie gab es durchaus einige Schlagzeilen um ihn, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen. Okay. Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Oder auf oder nicht auf. Jetzt wissen wir es. Es ist zu Ende. Und den werden wir vermissen. Keine Frage. Hat so viel geleistet, so viel erreicht. Der klassische Muster. So, gibt übrigens. Freistoß, mehr nicht. Keine Alario. Frage. Flanke abgeblockt. Ja, Handwerker, der bleibt dran und standhaft. Einwurf jetzt. Und Alario, der Gretchen Ball zur Ecke. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Jetzt mal Marco Richter und die Schenkste schon. Er kann das Tor machen. Er muss das Tor machen. Es war eine Riesenchance. Und die erste Chance war vielleicht sein erstes Bundesliga-Tor. Da sich nicht entgehen lassen. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Vielleicht war er sich zu sicher. Neuigkeiten zum Spiel in der Pre-Zero Arena. Ein Tor ist gefallen. Was genau passiert ist, erfahren wir jetzt im Studio. War doch nicht. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Gelb für Latzer. Und es gibt gelb gegen die Schalke. Ja, es war ein Foul und auch die Verwarnung ist meiner Meinung nach vertretbar. Na, momentan kommt man nicht so in diese Partie auch nicht wirklich rein, aber gucken wir mal. Ist dann. Ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hätten. Jetzt haben sie den Ball verloren. Hazard. Die Chance auf den Konter. Mit Tempo. Hazard. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Flagge kommt nicht wirklich an. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion. Denn er spielt mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden. In seinem Alter wäre es keine Überraschung, aber es wäre ein harter Nürnberg probiert es aber weiterhin. Die spielen mit. Die lassen sich jetzt nicht gehen. Die sagen einfach, okay, wir probieren es einfach mal.
Agu. Lazza. Paulinho. Ha? Überwiegend dann zu Richter, der Tempo marken kann. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Und jetzt das 1-0. Alario. Endlich die Führung für die Schalker da. Gut 31 Minuten. So, nochmal die Wiederholung, die Szene. Ja, wie gesagt, der Ball war irgendwie so Richter, der kann durchstarten. Und dann geht's ganz, ganz schnell. Und der Treffer fällt. Ist es Alario, wenn er den Ball dann im Tor versenkt. Jetzt also die Führung für Schalke. Lukas Alario. Ja. Hat hier diesen Pass, weg ist der Ball. Kommt nicht rein. Mal gucken, wie weit die Nürnberger jetzt nervös werden oder aufmachen müssen. Weil sie müssen ja jetzt. Sie müssen ja jetzt ein bisschen was tun. Alario, jetzt ein bisschen Platz hat er, aber mal gucken, ob er was nutzen kann. Innenpfosten, aber mal wieder raus aus dem Tor und nicht rein. Arnold. Ah, Handwerker spielt gut, der macht das, lässt sich da momentan noch nicht gehen. In der Pre-Zero Arena ist was passiert, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der neue Spielstand lautet da. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Die Chance. Das war wichtig. Das war wichtig, dass er den da mitgenommen hat. Evedi. Paulinho. Ganz kurz in gut aufgepasst. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Super durchgesetzt. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Und Abwehrversuch geklärt. Und Pause 1-0. Haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Genau so ist es. Nürnberg hatte seine Chancen. Die Schalke haben es gemacht. Gucken wir auf die anderen Spielstände. Okay. Ich muss jetzt mal kurz leider wechseln, weil... Ja, die gelbe Karte tut weh natürlich, da auf der Position. Geil, ja. Das ist nur eine Schutz, um nicht da eine Gelbrote zu riskieren. Die zweite Hälfte läuft. Ja, schön gemacht, Paulinho. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ach, sie geben den Ballbesitz wieder ab. Auch da ist momentan noch nicht viel. Knight. Ah, der ist zu lang, den holt sich da durch. Das hat er. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Maximilian Arnold. Geiger. Wir haben einen Transfer bei Manchester United. War nicht leicht, diesen Spieler zu holen. Malen, der mittlerweile beim BVB spielt. Und dann ist es wieder der Keeper, der verhindert hier. Einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Flanke abgeblockt. Es passiert noch nicht. Also Schalke hat es momentan noch nicht wirklich mit den... Kommen momentan nicht rein. Die haben immer wieder eine Chance, aber machen sie bisher noch nicht. Schalke, wenn sie der Meinung haben. Hazard. Hazard. Er sucht die entscheidende Lücke. Pfosten. Pfosten. Ist zum Kotzen gerade. Das ist jetzt mittlerweile das dritte Aluminium in diesem Spiel. Knappe Entscheidung, aber er steht dann doch. Es ist halt abseits. Ja, es ist richtig, aber es ist wie gesagt mittlerweile echt fake. Wir kriegen momentan noch nicht die Entscheidung rein. Nach einer guten. Zur Partie im Deutsche Bankpark. Es ist ein Tor gefallen. Wir Frankfurt. Haben den zweiten Treffer für Eintracht Frankfurt. Der neue Spielstand heißt 2-0. Gespielt sind 57 Minuten. Dirk gut gelöst. Das Update. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel.
kaum in Erscheinung getreten im ersten Durchgang und folgerichtig liegen sie auch als Mannschaft hin. Da ist die Flanke. Oh, und das ist Alario. Es kriegt nur gerade nicht das in die Entscheidung. Wir kriegen momentan noch keine Entscheidung hin. Jetzt soll mal Coutinho, jetzt bringe ich Marco Reus rein und Coutinho mal auf die andere Seite. Selbst auch Richter kriegt momentan. Ja gut, einmal kann man durch. Doppelwechsel. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Marco Reus. Und mit der Nummer 14, Philippe Coutinho. So, die 14 hatte Coutinho ja auch in Barcelona, glaube ich. Und auch in Liverpool, manchmal hat er so zwischendurch gehabt. Schöner Pass da. Ja, ich muss halt ein bisschen was tun, was Offensives. Ich will diese Entscheidung ja nicht kriegen. Agu. Der kleine Peter kann jetzt am Eingang von Block 7 abgeholt werden. Ballverlust eben Hazard. Oh, wieder nicht. Peter möchte von seinen Eltern bitte abgeholt werden. Danke. Was macht er draus? Sie bringen den Hut an. Ja, das ist, steht nach wie vor, es steht nur 1-0. Wir verpassen momentan noch die Entscheidung. Agu. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen, aber wenn das was werden soll, dann müssen mehr Chancen her. Sie müssen insgesamt gefährlicher werden. Ah, Reus. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. Tempo Reus. Die Gefahr scheint erst. Mit ein bisschen Glück kriegst du die Nürnberger dann nur noch gestoppt. Bald steht das Viertelfinale im deutschen Pokal an. Es in Bremen. Für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Und das dürfte eine klasse Pokalpartie werden. Ah. Gut gesehen, das war abseits. Abseits aber eines Nürnbergers. Wenn sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Weil durchgewechselt habe ich ja. Ich kann von der Bank jetzt auch nichts mehr tun. In der Pre-Zero Arena ist was passiert. Am Tor ist Marco Reus. Reus! Und wieder nicht. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstand. So, hier steht es kurz vor Schluss. 1-0. Schön. Mal einen Blick auf ihr nächstes Spiel. Keine Abseits. Nein. Kein Foul. LWD. Vielleicht jetzt irgendwie da mal die Entscheidung reinbringen. Dann noch mal steigern. Auch wenn es heute jetzt nicht mehr ist. Oh, das war anders geplant. Ich wollte ihn nur querlegen. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Und Tor! Es hat sich angedeutet. Sie hat sich einfach nicht aufgegeben. Klasse! Es hat sich angedeutet. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, davon das zweite Tor zu machen. Immer wieder dran, drauf und. Und da kriegt es eisekalt ausgekontert. Gut gespielt. Und dann geht's kaum besser. Aus der Handdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Eine Minute noch. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Und wieder der lange das lange Bein. Zwei verschiedene verlorene das Punkte. Das Spiel können wir ziemlich schnell abhaken, denke ich. Dass es offensiv nicht so läuft, zeigt eben auch wieder mal diese Nullnummer. Ja, also Nullnummer war es nicht, aber 1-1 nur. Es ist, keine Ahnung. Die Chancen waren da. Dreimal Aluminium getroffen allein in dieser Partie. Wir hätten es gewinnen müssen. Gut, dann haben wir als nächstes das Pokalspiel gegen Bremen. Bayern will Coutinho haben. Können Sie mal ganz dezent vergessen.
Latza ist gesperrt wegen seiner. Gelben Karte. Ja, vielleicht wäre es so gewesen. Ja, nur war es dann doch ein Fehler, weil der hatte mich ein bisschen Betrieb gemacht über die Seite, aber. Puh, tut weh. Na gut, nächstes Spiel heißt dann gegen Werder Bremen und da wollen wir dann wieder ein bisschen erfolgreicher sein.